für meinen Besuch. Dr. Green Thumb, ja, der Mann mit den grünen Daumen, Cypress Hill. Auch richtig geil. Ah. Fantastisch. Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Schöner Song, ja, für die Leute, die gerne mal ihn durchziehen. Ich persönlich kann solche Leute nicht die Drogen nehmen, weil Drogen erweitern das Bewusstsein. Dessen müsst ihr euch bewusst sein, ja? Okay. Mm. Mein ehemals Vorbild, zwischendurch Feind, dann doch wieder Respekt, ja? Er hat erst seine Alte betrogen, hatte ein paar Weibers, ja, hab da gesagt, Respekt, Alter, ja? Weil er war früher so ein saurer Mann gewesen. Dann hat er gemacht auf, oh, tut mir voll leid, ich bin sexualkrank, ja? Nur weil er fickt wie ein Bescheuerter, ja? Er hat ja nicht die ganzen Weiber gefickt, weil er krank ist, sondern weil er konnte. Ja, das ist also ein großer Unterschied. Ja, jetzt hier, nächste Ding. Bei einem Golfturnier in Florida, Irrer greift Tiger Woods an, ja. Und zwar war da Golfturnier gewesen, Players Championship. Players Championship für uns als auch alte Rap. Aber Player ist ja auch jemand, der richtige Weiber am Start hat, ja. Vielleicht hat der Typ gedacht, der Tiger hat seine Alte weggegrätscht oder was. Ja, jetzt sehe ich mal hin, klatsche ich mal ein paar um. An 11. Loch war er gerade mal, ja. Der Tiger Woods, er hat mittlerweile 122 Löcher außerhalb Platz auch schon gehabt, ja. War für ihn eine miese Nummer. Er ist abgehauen und sitzt hier, siehst du, wie er sitzt hier auf dem Wagen. Hier fahren sie nach Hause, hier ist der Irre. Traurige Geschichte, ja. Tiger Woods, er hat die gute Anlagen gehabt, aber mittlerweile ist nicht mehr viel los, ja. Aber dafür gute Nachricht für Deutschland, ja. Schumi, ja, Spanien. Platz 4, endlich Comeback-Ergebnis, ja. Der alte Formel-1-Opa, ja, er hatte Probleme gehabt am Anfang. Auto war immer langsam gewesen, neue Auto und so. Problem war er natürlich gewesen, er hat da nicht gewusst. Jetzt, die haben in diesem Auto, da hatten die früher Formel-1 nicht, aber er hat viele Tests gemacht und so und hat gemerkt, Alter, man kann aus dem Wagen noch mehr rausholen, wenn man einfach Handbremse löst, vorne losfahren, ja. So hat Schumi jetzt Platz 4 gemacht. Schön Comeback für uns alle, ja. Hier. Nächste Meldung. Raumsende Voyager von Aliens entführt, ja. Und zwar haben die Erdmenschen. Erdmenschen hört sich so ein bisschen komisch an, hört sich an wie Erdmenschen, die hier mal kicken oder was, ja. Also die Erdmenschen, liebe Erdmenschen, ja. haben 1977 haben die eine Raumsonde gebaut. Keine Sonne, Raumsonde, keine Sonne, die im Raum steht, sondern Raumsonde. Sonde ist sozusagen zur Erforschung. Ja? Du kannst Sonde nehmen zum Beispiel, um Erforschung Körper machen, Körpersonde. Aber du kannst Raumsonde machen, um Raum zu erforschen, auch Weltraum. Weltraumsonde. Haben die in alle geschickt, da war doof gewesen, Gold in eine Platte aus Gold. Ja, da waren so ein paar Bilder drin von Menschen und so weiter, ja. Und diese Sonde hat 2007 die Grenze von Sonnensystem erreicht. Und sie hat immer Funk gegeben und so weiter. Und dann hat sie, aber der Funk war anders. Die haben den Funk nicht mehr verstanden von der Sonne, ja. Jetzt überlegen sie, ob die Aliens Raumsonde entführt haben. Ich kann nicht so viel dazu sagen, ja. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die Aliens die Raumsonde 1977, die ist ja alt, ja, die will ja keiner haben. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die Griechen die Raumsonde geklaut haben, weil Gold an Bord war, verstehst du? Die brauchen ja Cash. Ja, könnte sein. Nix gegen Griechen. Ich fahre immer ja in Urlaub wegen Uso und so weiter, verstehst du? Und hier Souvlaki, Zabowski, Bizotski und so weiter. Die haben immer schön richtige Fleischteller. Daher bin ich Griechenland Liebhaber, ja, sozusagen. Ich finde aber, dass mit dieser Unterstützung, die Griechen haben ja überhaupt nichts davon. Ja, wenn wir den Griechen wirklich helfen wollen, saufen wir jeder, Vorsicht, keine Randale bitte, saufen wir jeder jeden Tag Flasche Uso, Alter, ja, dann wird die Wirtschaft schon richtig explodieren in Griechenland. Und in Deutschland ist auch gute Laune angesagt, ja, so hätte jeder was davon. Das ist mal eine andere Politik, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ah, die haben wir gehabt, ja. Jetzt kommen noch ein paar kleine Videos. Ich hab diesmal zwei kleine, schöne Videos drin gewesen. Und zwar hatte Uschi, wer kennt sie nicht, ja, Uschi hat sich auf Toilette verirrt, ja, und Problematik war, Tür war kaputt. Uschi hat abgeschlossen, weiß nicht, ob sie die Klinke abgebrochen hat. Uschi versucht rauszukommen, ja? Hi, vielen Dank für dieses Video. Ich zeige euch den letzten Mal. Uschi ist hinter der Wand, ja? Mal ein bisschen vor, dann ist Uschi. Das ist ein
bisschen wie Tetris. Sie versucht die Leiter in den Klo reinzukriegen, ja? Ich spul mal vor, ja? Jetzt hat sie die Leiter weggekriegt, die muss jetzt bei ihrer Nachbarin. Jetzt hat sie wieder die Leiter. So. Jetzt steigt Uschi auf den Klodeckel, weil Uschi voll schlau ist, ja? Die ganze Aktion dauert etwa 7 Minuten. Falls ihr jemals wieder mit einer alten in den Club geht, Alter, und euch wundert, ob die da drin Kacke tut, Alter, oder eine komplette Gesichtslüftung macht, ja? Nein, vielleicht hat sie einfach die Tür abgeschlossen und ist zu blöd, die wieder aufzumachen. Ist natürlich ein Problem. Handicap, Uschi ist eine Frau. Was soll Uschi machen, ja? Naja, am Ende ist Uschi, glaube ich, wieder rausgekommen, ja? Vielen Dank für dieses Video. Nächstes Video, was ich habe, fantastisch, ja? Ihr kennt von Basketball diese Maskottchen, ja? Fantastisch. Wir haben bei zum Beispiel in Berlin, Alba Berlin, wir haben den Albatros, ja? Raptors, ja? Raptors haben Maskottchen Raptor, ja? Wenn ihr seht, Raptor ist, glaube ich, so eine Art Dinosaurier soll es sein oder so. Zieht euch mal rein, Alter. Richtig geil. Und mal Zeitlupe. Schön Fressbrett weggeknallt, ja, fantastische Sache. Vielen Dank für diesen Video, ja. So, wir sind jetzt auch schon mit Wochenrückblick am Ende. Diese Woche war natürlich ein bisschen kurz durch Herrentag, aber dafür konnten wir auch ein paar kurze trinken und ein paar lange. Deswegen war wieder eine fantastische Woche gewesen, ja. Außerdem war ein Tag frei gewesen für alle, die arbeiten müssen oder Schule oder so eine Scheiße. Ja, war fantastisch. Wir konnten uns mal wieder treffen, unser Leben genießen, ja. Ich habe euch gesagt, ich mache Party in Berlin. Und ich schicke auch virtuelle Flyer, ja? Und zwar 28. Mai, Freitag, in Berlin. Und zwar, genau, und zwar Helen-Ernst-Straße, welche Nummer? 15 bis 22. 15 bis 20, sagte Cameron Mansky, ja? 15 bis 20, 22, 15 bis 20 Helen-Ernst-Straße. Das ist direkt neben O2 World in Berlin, ja? Da ist U-Bahnhof, Ostbahnhof. Warschauer Straße, pipapo, ja, Freitag, 28. Mai, ich glaube 7 Uhr etwa so ist Einlass, dann knallen wir uns erstmal richtig schön in an, Alter, ja, und dann kicken wir mal, was der Abend noch bringt, ja, wir werden Wochenrückblick live machen, wir werden ein bisschen, gute Laune werden wir machen, ja, wir werden ein bisschen Mucke machen, ich habe einen richtig geilen DJ, ihr findet den DJ, DJ B Night heißt sie, den findet ihr unter Peilers Atzen, ja, findet dann ein kleines Video, wo DJ B Night zu sehen ist, der wird auflegen, ich werde auch noch ein bisschen Bier zapfen, ich habe richtig geile Bierklei gemacht, habe ich auch Brauerei und so weiter, wir haben ein paar Filmchen gedreht und so weiter, auch mit Clemo hier. Und da wird, ich sag mal so, bunte Platte, ja, bunte Platte. 28.05. Peilers Power Party oder so, ich weiß noch nicht genau, wie der Motto ist, ja. Der Motto ist einfach geil, Alter, ja. Kommt da alle vorbei, ihr könnt unter Facebook, ich bin Peiler Man, also Vorname Peiler, Nachname Man, könnt ihr mich adden, Alter, da schicke ich auch nochmal Infos raus. Ich werde nochmal auf meinen YouTube-Channel, ich werde auf MySpace, ich werde auf Your Space, ich werde auf Space Invaders, Alter, ich werde richtig posting. Ich werde in der Voyager-Sonne, ist ja auch schon die Message drin von meiner Party. Das heißt, es kann sein, dass so ein paar Außerirdische vorbeikommen. Aber auf jeden Fall wird es ein geiler Abend werden, ja. Ich freue mich, wenn ihr alle da hinkommt oder wie viele von euch da kommen. Und dann machen wir mal richtig Rambazamba, Achterbahn und Balletti, Konfetti, Alter. Ja, richtig geil. Ich hoffe, wir haben die Woche hier zurückgefickt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Herrentag, die Herren. Ich hoffe, die Damen... ihr habt auch ein schönes Leben und freut euch, dass ihr auch mit Männern rumhängen könnt oder was, weil wir ja auch eigentlich ganz liebe Genießer sind und so weiter. Und wir sehen uns nächste Woche wieder beim Peilermanns-Wochenrückblick auf peilermann.de. Tschüssikowski. Jetzt können wir endlich richtig...